Hallo und willkommen zurück zu Enderal, Endspurt. Es geht mit der Quest, mit der Hauptquest weiter, die Trümmer der Ordnung, Teil 1. Und es hat einen neuen Patch gegeben. Wir sind jetzt auf 1.1.3.5 und da wurden wieder eine Menge Sachen gefixt. Von den Sachen, die ich bei mir drin hatte, ist das mit dem Würfelspiel. Das haben sie behoben, dass man jetzt nicht mehr unendlich viel Gold bekommen kann. Ich guck mal gerade, ob die hier diesen Fehler mit den Fähigkeiten gefixt haben. Nö. Das geht weiterhin. Ist weiterhin quasi buggt und wird man exploiten, obwohl man es nicht will. Dann werden wir mal hier weitermachen. Das ist ja eigentlich noch mit der Hauptbug. Ja, und die ganzen Crashes natürlich. Hm? Ich kann nicht, dass Siegelmeister Bartar uns verraten haben soll. Nicht er. Hm? Saira. Kein schöner Anblick, was? Nein. Und so unnötig. Ich meine, wie verblendet muss man sein, um zu denken, so ein Massaker sei etwas Rechtes? Etwas Gutes. Naja. Was meinte der Großmeister? Wie sollen wir in die Unterstadt kommen? Es gibt ein Schachtsystem im Königsberg, über das im Notfall Giftgas in die Unterstadt hätte geleitet werden sollen. Wir können es nutzen, um hinabzusteigen. Hm. Ein für Völkermord entworfenes System entpuppt sich als unsere Straße zur Rettung. Wenn das Schicksal eines hat, dann einen Sinn für Humor. Naja. Ich hätte noch eine Frage an dich, bevor wir gehen. Wenn alles so kommt, wie Arantial es vermutet, wirst du dich ergeben? Ich weiß nicht, ich verstehe den Gedanken dabei, aber welchen Sinn hat es, mein Leben vorzuwerfen, allein schon wegen uns beiden? Ich weiß nicht, wenn es einen Weg gibt, das ganze Leben zu überstehen, dann würde ich es darauf ankommen lassen, Zeichen setzen hin oder her. Welchen Sinn hat es, mein Leben vorzuwerfen, das hier? Wegen uns beiden. Es erleichtert mich, dass du das so siehst. Warten wir ab, was geschieht. Vielleicht können wir durch das Tunnelsystem hier aus der Stadt fliehen, wenn alles vorbei ist. Ich gehe schon mal runter. Komm einfach, wenn du soweit bist. Ja, sehr schön, dass sie das als Gesprächsoption aufgreifen. Wieder da rein. Die nicht mal die Ratten wegräumen können.
müssen noch eben hier dran vorbeigekommen sein. Giftgastunnel. Der Orden der Götter ist wirklich kreativ, Arantheal. Meine Hochachtung. Sie sind da. Kommt. Interessant. Wie funktioniert das, Großmeister? Es ist ein Siegel und es reagiert nur auf das Schwert des Großmeisters. Folgt mir. Mhm. Nehmen wir noch mal gerade was zu essen. Das sieht nicht gut aus. Ich glaube, da ist das Spiel abgeschmiert. Ja. Dusk Manager. Skyrim. Task beenden. Starten. Laden. Jawohl. Hat sich versteckt. Tunnel. Der Orden der Götter ist wirklich kreativ, Arantheal. Meine Hochachtung. Sie sind da. Kommt. Interessant. Wie funktioniert das, Großmeister? Es ist ein Siegel und es reagiert nur auf das Schwert des Großmeisters. Folgt mir. Na dann, auf ein neues. Ab. Fokus, Kanja. Fokus. Jetzt will er wieder zurücklaufen und neu dahin, ne? Okay, lauf weiter. Falls ihr euch fragt, die drei Schleusen dort oben enthalten die Sternlingsmaschinen für das Giftgas. Wir öffnen aber nur das Gatter zum Tunnel.
Wie viele Ausgänge gibt es? Ich vermute, eine Schleuse hätte für das Gift nicht ausgereicht. Hätte es nicht, nein. Insgesamt gibt es 8 Ausgänge in die Unterstadt. Wir werden den am Marktplatz benutzen. Laut Meraghil befindet sich dort ein geeigneter Eingangspunkt zur Stadt der Pyrea. Schon ein bisschen übertrieben tief. Lass durchgehen, dann gehe ich jetzt vor. Ich hoffe mal, dass sie dann nachkommen. Jawohl, da sind sie. Das ist ja auch immer super, wenn du so eine Stadt hast, wo die Unterwelt, die Kanalisation quasi dann größer ist als die Stadt da drüber. Krähenviertel. Aha. Interessant. Ach so, was sie auch gefixt haben, ist, dass mein Reittier, dass es auf einmal anders heißt zwischendurch. Prophet, geht vor. Wieso soll ich die denn am besten kennen? Ich bin hier noch nie gewesen. Ihr werdet uns nicht aufhalten! Nee! Nur ein Kratzer! Feinde, mach dich bereit! Jetzt sind beide Gegner. Ihr seid alle verdorben. Macht ihr mal. Toll. Fokus kann ihr. Fokus. Sind noch welche?
ist der... Ah, okay, jetzt ist noch einer dazu gekommen. Naja, die Plünderer, die waren vorher nicht direkt als böse markiert. Wie der Biss eines Flohs. Nur ein Kratzer. Fokus, Kanin. Fokus. Jetzt hier der. Ihr und eure verdammten Götter haben die Welt lange genug verpestet. Ja. Moment. Ich glaube, ich baller gerade meine am Angreifen. Der hinten, der guckt auch nur noch zu. Das sind aber auch nicht besonders spannende Kämpfe, muss ich sagen. Weiße Tränke braucht man nicht. Das sind jetzt Plünderer. Wie der Biss eines Flohs. Glückstreffer. Das war meiner. Lass es sein, Freier. Sie haben wohl. Geht in Deckung. Beeindruckend. Entropie. Geht vor, Prophet. Ihr wisst, wonach wir suchen. Wissen wir das?
Na gut, verlassener Tunnel. Die Trümmer der Ordnung, Teil 1. So. Okay, da ist eine Sackgasse. Prophet. Saira, du bist blass. Wieder das Echo, richtig? Ja, aber es war irgendwie anders. Anders? Vermutlich, weil wir uns dem Epizentrum der letzten Läuterung nähern. Wenn wir also nur der Intensität des Echos folgen, müssten wir über kurz oder lang zum Tempel gelangen. Das sind ja tolle Aussichten. Die halten jetzt wieder deutlich weniger aus. Kirash, verloren. Aber was ist mit ihren Augen? Die Horn. Sie wollen uns daran hindern, den Tempel zu erreichen. Sollen sie es nur versuchen. Stärker werden die durch die leuchtenden Augen auch nicht. Ja, geht's weiter und hier. Sackgasse. Das ist ein etwas größeres Kämmerchen. Falschen erschossen. Ist okay. Und gestiegen. Wieder mit auf. So, mit auf 85 angekommen. Auf 86 wären es 616290. Also 11.953 Erfahrungspunkte im Vergleich zum letzten Mal. Jetzt müssten wir sammeln. Ist jetzt auch nicht besonders viel. Und gut, hier 172 Lernpunkte. Könnte man noch zwei Skills komplett ausbauen. Und 84 Handwerkspunkte. Damit könnten wir noch ein Handwerk komplett auf 100 setzen. Also Verzauberung auch noch maximieren. Passt. Und 26 Erinnerungspunkte, das reicht ja quasi, um noch einen Baum oder ja, zwei Bäume quasi fertig zu machen. So, Stadt der 1000 Fluten.
einem Namen der Sonne. Das ist wunderschön. Und gefährlich. Seht ihr den Turm dort vorne? Vielleicht können wir über ihn nach unten steigen. Kommt. Hallo, über die Vision sprechen. Was habt ihr gesehen? Das hat sich nach seiner Stimme angehört. Scheint, als seien die Pyräer auch verraten worden. Ich habe die Stadt in Flammen gesehen und der, der das getan hat, hatte ähnliche Beweggründe wie Korek. Was? Das heißt, was wir tun, haben die Pyräer auch getan? Wir handeln immer noch vollkommen nach dem Muster. Aber soll das heißen, alles, was wir bisher erreicht haben, hat keinen Unterschied gemacht? Die Sternstadt, der Siegelstein... Es heißt nur, dass die Stadt der tausend Fluten derselben Intrige zugrunde gefallen ist wie Ark. Mehr nicht. Wir sind die erste Zivilisation, die der Entzündung des Leuchtfeuers so nahe steht. Das spüre ich. Naja, wir müssten ja auch noch wieder rauskommen. Nutzt ja nichts, nur die Essenz zu finden. Okay. Beim Malfass. All die Toten. Was ist mit ihren Körpern? Wie kann es sein, dass sie heute noch hier sind? Sie müssten doch schon längst zerfallen sein. Gute Frage. Das sieht mir nach Magie aus. Schaut euch ihre Haut an. Sie ist so... Die Asche. Die Läuterung, dass sie muss ihnen das angetan haben. Das hier müssen die letzten Momente gewesen sein, bevor die Hohen sie verschlungen haben. Und sie haben versucht, zum Tempel zu gelangen. In Sicherheit. Vergebt. Das ist schrecklich. Ja, unglaublich schrecklich. Los jetzt, weiter. Matt. Beeindruckend. Ich schätze, wir haben Besuch. Ihr seid beeindruckend. Alles um euch zerfällt und dennoch weigert ihr euch aufzugeben. Verratet uns eines, Arantean. Woher nehmt ihr eure Kraft, weiterzukämpfen? Ist das ein Manipulationsversuch? Wenn ja, dann erspart ihn uns und kämpft. So verbissen. Wie schön es doch wäre, wenn man alles einfach nur zerstören könnte, nicht wahr? Selbst die Vergangenheit. Sagt uns, wissen eure Gefährten die ganze Wahrheit über euch? Gehen wir. Dieser Unfug ist fruchtlos. Fruchtlos? Wir wollen doch nur klare Fronten schaffen. Seht sie euch doch an, wie ratlos sie sind. Schweigt, verdammt nochmal! Eure Spielchen funktionieren nicht!
Also nein. Aber es muss doch irgendwie wahr sein. Nicht in Inodan, Thealor. Die Schwangerschaft konnten wir vertuschen, aber ein lebendes Kind? Eine Lichtgeborene mit einem Sterblichen? Das ist Ketzerei. So albern das aus meinem Mund klingt. Du könntest mit ihm fliehen, irgendwohin, in ein kleines Dorf, wo euch niemand findet. Was? Irlanda, das. Nein, man würde mich erkennen. Nicht unter meinem Schutz. Niemand würde es merken. Und selbst wenn, niemand würde es wagen, sich eine Lichtgeborene zum Feind zu machen. Niemand! Thealor, ich bitte, lass ihn nicht vaterlos aufwachsen. Er wird besonders sein und er wird deine Fürsorge brauchen. Was soll dieser Unfug? Hört auf damit, sofort! Aber nein, ich kann das nicht. Der Orden, Irlanda. Und du hast selbst gesagt, dass der Rat kurz davor steht, mich... Du weißt, was ich meine. Du meinst die Erhebung? Ich kann nicht glauben, dass du das sagst. Hier geht es um ein Kind, Thealor. Unser Kind. Ja, unser Kind, sehr schön. Aber ich habe Verpflichtungen, verdammt. Du weißt es besser als andere. Verflucht! Ich habe hart dafür gearbeitet, hier hinzukommen, Irlanda. Und jetzt soll ich das alles aufgeben für dieses Ding? Thealor, Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Seraph zu sein ist ein Titel. Ein verdammter Titel. Wie zum Henker kann dir das wichtiger sein als... Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Wie auch. Du hast doch keinen Schimmer, was es bedeutet, für seine Ziele kämpfen zu müssen. Wir werden ihn fortgeben zu irgendeinem deiner Diener. Es ist besser so. Für ihn und für uns. Was wohl passiert wäre, wenn ihr damals für euren Sohn da gewesen wäret? Ob er niemals begonnen hätte, die Götter für diesen tiefen, lauernden Hass in ihm verantwortlich zu machen? Ihr habt euren Sohn zu dem gemacht, was er geworden ist, und das nur, weil ihr eine Beförderung wolltet. Und damit tragt ihr die Schuld am Tod der Götter, die ihr zu schützen beschworen. Deshalb werdet ihr auch hier scheitern, wisst ihr, weil ihr immer gescheitert seid. Als Feldherr, als Beschützer der Götter und als Vater. Ihr seid ein Schlechter, ein Versager, nicht der strahlende Retter, als ihr hier in Erinnerung bleiben wollt. Gesteht es euch endlich ein. Kirash, das sind verdammt viele. Was tun wir, Großmeister? Das werden wir sehen. Chuck, haltet uns mit Hüterin Zakaresh den Rücken frei. Nein, jetzt muss ich das ganze Gelaber nochmal anhören. Oder hat es dann ein Autosave gegeben? Bitte. Kirash, das sind verdammt. Ah, gut. Was tun wir? Das werden wir sehen. Chuck, ihr werdet uns nicht aufhalten! Nicht! Wo ist denn mein Feuerfall? Den habe ich doch aktiviert. Hey!
Autsch. Das werden wir sehen. Schade. Haltet uns mit hüteren Sackerei-Stücken. Ihr Prophet meiner Seite und gegen alles. Den da zu erschießen, das ist auf jeden Fall mit Abstand der böseste. Vielleicht sollte man hier auch einfach nur durchlaufen. Nee. Das wird sehen. Schade. Haltet uns mit hüteren Zeit. Ihr Prophet kämpft an meiner Seite und geht aus. Solange ich hier im Verborgenen bleibe, sollte mir eigentlich auch nichts passieren. Scheine zu treffen. Fokus. Ja.
bevor noch mehr kommen. Kirash, verschlossen. Was machen wir? Aufbrechen. Seht ihr diese Balliste dort oben? Hüterin Zakaresh, ihr... Moment, spürt ihr das? Wird das mit dem Rückweg noch eine Ecke komplizierter? Wartet! Er bewegt sich! Ja. Ja, das ist gut. Bleib bei uns. Was? Was ist passiert? Ein herabfallendes Geröllstück hat euch getroffen. Aber wir sind in Sicherheit. Zumindest für den Moment. Der Drache, wo ist dieser Drache? Aber sein Angriff hat den Eingang verschüttet. Aber wer weiß, wie lange es dauert, bis er einen anderen Weg findet. Was ist mit Kalia? Und wo ist sie? Die Trümmer haben sie begraben. Ich weiß, wie nahe ihr beide euch standet. Es tut mir leid. Aber ihr habt überlebt. Das ist das Wichtigste. Dann müssen wir sie suchen. Ja, aber dafür müssen wir einen anderen Weg nach draußen finden. Und der führt nur durch das Herz dieses Tempels, das Leuchtfeuer. Was tun wir nun? Wir bringen es zu Ende. Die Arroganz der Hohen war gespielt. Sie haben Angst vor uns. Und dieser Angriff war ihr letzter Trumpf. Aber sie sind gescheitert. Wir sind hier und wir sind nah. Alles, was nun noch zu tun bleibt, ist, den Hohen zu beschwören, ihm den Numinos zu entreißen und in den Behälter zu bannen. Dann ist es vorbei. Na dann, den Göttlichen sei Dank sind eure Verletzungen nur oberflächlich. Versucht durchzuhalten. Mhm. Macht das schon. Wir haben nicht einen Ratten. Doch gut aus. Kirash, habt ihr das auch gesehen? Interessant. Das muss das Echo der Zukunft sein. Wir sind so nah am Epizentrum der Läuterung, dass nicht nur der Prophet, sondern auch wir es sehen können. Harmlos. Und anscheinend ist es das nicht.
Na. Kein Aber. Sie dürfen das Leuchtfeuer nicht in die Hände bekommen. Behälter aus. Das ist es also. Beim Namen der Sonne, wie ähnlich sie sich sehen. Charim, habt ihr das Wort der Toten bei euch? Ja. Platziert es auf dem Podest dort oben und haltet es bereit. Prophet, es liegt nun an euch. Ihr müsst versuchen, die Erinnerung an den Moment der Läuterung zurückzurufen. Wenn Jaelas Theorie stimmt, ist das die einzige Möglichkeit, an so etwas wie die physische Form eines Hohen zu gelangen. Und wie soll ich das machen? Ich kann das Echo nicht kontrollieren. Das nicht. Aber vielleicht könnt ihr es irgendwie herauslocken. Nach euren Schilderungen bisher scheint das Echo auf Dinge, die mit dem Zyklus zusammenhängen, zu reagieren. Und alles hier hängt damit zusammen. Versucht, einen Bezug zu schaffen. Na gut, ich sehe, was sich tun lässt. Ja. Aha. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das beim nächsten Mal. Ei, den Krempel einsammeln und da reinstopfen oder so. Gut, schauen wir uns beim nächsten Mal an. Bis dann. Ciao.